Yo Leute, was geht? Luke hier und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich habe vor einigen Tagen ein Bild auf Instagram gepostet und meinte, kommentiert doch einfach mal irgendwelche Fragen unter diesem Bild, damit ich ein Q&A auf YouTube bringen kann. Und diese Fragen kommen in diesem Video dran. Übrigens, wer mir nicht auf Instagram folgt, kann jetzt hier einfach... Was heißt hier? Einfach unten in die Bio schauen, da steht mein Instagram-Account oder ist mein Instagram-Account verlinkt. Ich heiße da der 3 Unterstriche Luke, weil einfach der Luke leider schon vergeben war, aber das gibt es. Und folgt mir einfach mal auf Insta. Erste Frage. Janis Breuer fragt, was willst du beruflich nach der Schule machen? Gute Frage. Ich habe nächste Woche bei der Bundeswehr ein Bewerbungsgespräch, sprich ich muss da meine ganzen Unterlagen abgeben und hoffe dann, dass ich eine Stelle bei der Bundeswehr bekomme. Sollte das nicht funktionieren, YouTuber? Zweite Frage kommt von Jana Clemens. Sie fragt, wie war dein Ausflug nach Bodrum letztes Jahr oder Bodrum so? Ja, Jana war letztes Jahr mit mir in Urlaub oder wir haben uns da getroffen halt und haben dann zusammen Urlaub so ein bisschen gemacht. War auf jeden Fall chillig und ja, auf jeden Fall Wiederholungsbedarf. Wäre richtig heftig, wenn wir es nochmal machen würden. Nächste Frage. Dritte Frage kommt von Ben-547. Er fragt, kommen irgendwann mal mehr Vlogs? Und ja, ich habe wieder Bock drauf. Ich habe richtig krass eigentlich Bock, mehr Vlogs zu machen. Aber manchmal fehlt einfach der Content so ein bisschen. Ich weiß nicht. Habt ihr Bock einfach so einen wirklichen Tag, so einen langweiligen Tag von mir einfach zu sehen? Weil ich glaube einfach nicht, dass es irgendwie unterhaltsam ist, oder? Schreibt es in die Kommentare. Dana X K1 sagt, Team Luke the best. Ja, das auf jeden Fall. Checkt auf jeden Fall mal ihr Instagram-Account ab, weil da steht auf jeden Fall auch in der Bio drin, Team Luke. Wer das macht, der wird auf dem nächsten Bild von mir mal verlinkt oder im nächsten Video dann sein Instagram-Profil gezeigt. So, die letzte Frage kommt von Arif Sujuk. Er fragt, hast du ein bestimmtes Ziel auf YouTube? Erstens ist das die letzte Frage für dieses Video und zweitens kommt daran direkt das Statement zu Arif Sujuk. Als allererstes, YouTube ist für mich ein riesen... Plattform, die mir einfach ziemlich viele Möglichkeiten bietet und ich finde es schon richtig krass, wir sind jetzt 426 Leute insgesamt, die meine Videos schauen und es ist eine richtig krasse Zahl, wenn man diese Leute sich mal vor sich so denkt oder hinstellt, das sind mega viele Leute, ernst. Und die zweite Sache ist, ein richtiges Ziel habe ich nicht, aber ich finde, so wie du, Arif, du hast einfach jetzt schon 11.000 auf YouTube erreicht und das ist so krass. Was ich wirklich schade finde, Arif will aufhören mit YouTube, weil er hat damals gesagt, bei 10.000 werde ich aufhören mit YouTube. Und seine Klickzahlen auf den Videos sind einfach runtergegangen und jetzt will er aufhören mit YouTube. Und Leute, ernst, Arif ist einer der chilligsten YouTuber, die ich kenne. Arif ist einer, der vor der Kamera genauso ist wie hinter der Kamera. Und das finde ich richtig krass. Deswegen, Leute, checkt auf jeden Fall mal Arifs Kanal ab. Erster Link in der Beschreibung. Ernst, pusht einfach diesen Mann, oder diesen Jungen. Er ist einfach richtig krass und Arif, wenn du das hier siehst, Bro, bitte hör nicht auf mit YouTube, weil damit verliert YouTube Deutschland einen richtig guten YouTuber. So Leute, das war's auch schon wieder von diesem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne ein Like da oder auch ein Dislike. Ist ja euch wieder überlassen. Außerdem würde es mich richtig freuen, wenn ihr einfach einen Kommentar da lassen würdet. Zum Beispiel eine neue Frage, die ich dann in einem anderen Video beantworten kann. Worüber ich mich nämlich am meisten freuen würde, ist natürlich ein Abo, weil damit zeigt ihr mir einfach, wie krass und heftig ich bin. Wenn ihr das gemacht habt, abonnieren und dann einfach auch noch auf die Glocke drücken. Das wäre natürlich perfekt. Und Leute, ich würde sagen, schaltet einfach wieder ein, wenn es heißt, Yo Leute, Luke hier.